Ein Gruß an alle Gartenfreunde. Herzlich willkommen bei Rudis Homegartenprojekt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rudis Homegartenprojekt. Heute wieder bei mir im Rex-Studio. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rudis Balkongarten. Willkommen zu einem Weihnachtsspecial von Rudis Homegartenprojekt. Herzlich willkommen. Heute drehen wir richtig durch. Heute wieder bei mir in meinem Garten. Servus Johanna. Grüß dich. Servus, grüß dich. Was ist das gerade? Jetzt machen wir uns die Uhackerl. Kann man auch mit dem Schraubstock machen. Kompost da sitzen ist wie ein Sauerteig da sitzen. Das ist die Grundlage. Dann tue ich ein bisschen den Kaffeesud verbreiten da. Die effektiven Mikroorganismen schön verteilen, schön befeuchten. Und zu guter Letzt da wir noch mit der Aktivkohle abschließen. Du kleiner Schnittlauchdieb, die Natur soll das Problem für mich lösen. Ich habe schon Spezialisten für das Ganze beauftragt. Pack was. Also wenn du das jetzt riechen könntest, das riecht echt nicht nach Gacke, sondern fast nach Almgreiter. Danke für die Gacke. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie ich eine wunderschöne Apfeltart am Grill mache. Und da kommt der Gugelhupf jetzt in die Mitte rein. Das heißt, das Gärgas kann jetzt austreten, aber keine Luft nach innen. Also das Ganze ist anaerob. So, da sind wir jetzt in unserem Dachboden. Und da ist schön kühl. Und letzte Woche habe ich da Rohrpflanzerl aufgestellt. Die habe ich schon pikiert das erste Mal. Dann setzen wir es rein, festdrücken. Und gut gegangen ist. Wichtig beim Fenchel ist, dass die Knolle schön über der Erde ist, dass die nicht eingraben ist. Und dann wird das gescheit durchgeknetet, so dass der Saft rauskommt. Jetzt wird das Ganze wieder verschlossen und dann wieder mit dem Händel angedruckt. Da muss man aber aufpassen, das ist sehr warm. Sobald dass die Samen nur ein bisschen ausspitzen, müssen wir in die nächste Temperaturzone gehen, und zwar in die Anzuchttemperatur. Jetzt sehen wir die Farbe. Traum. Oh, das hat schon eine schöne Farbe. Traum. Ein Traum. Nächster Schritt, die zwei Baustellgitter verdratteln. Jawohl. Da haben wir jetzt unser Mangold-Stiel-Vinaigrette und eine Calzone mit Mangold, Speck und Frischkäse. Mahlzeit. Mhm. Wichtig ist, dass man das ganze Übel bei der Wurzel bockt. Ah.